Hallo, in diesem Video wollen wir uns die Verwendung von weil, da, denn, deshalb und einigen Synonymen genauer anschauen. Wir nehmen uns ein Beispiel, zum Beispiel, ich bin hier, weil ich Deutsch lernen möchte. Ich bin hier, weil ich Deutsch lernen möchte. Wir sehen uns den Nebensatz an, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Möchte, weil möchte. Also wir sehen, dass die konjugierte Verbform ans Ende des Satzes geht. Weil ich, bla bla, möchte. Da ich Deutsch lernen möchte, bin ich hier. Hier gilt das Gleiche wieder. Da, bla bla bla, möchte, bin ich hier. Aber da steht am Satzanfang und weil steht eher in der Mitte des Satzes. So ganz streng ist es natürlich nicht. Man kann das immer ein bisschen wechseln. Ihr werdet sicher jemanden finden, der das jetzt nicht so hundertprozentig findet. Aber so das Gefühl sagt, da gehört an den Satzanfang. Das klingt auch ein bisschen offizieller. Und weil gehört eher in die Satzmitte. Machen wir mit denn weiter. Ich bin hier. Denn ich möchte Deutsch lernen. So, hier haben wir jetzt nicht das Verb am Ende, sondern hier haben wir die sogenannte Nullposition. Denn ich möchte. Denn ist Null. Ich Subjekt. Möchte ist das Verb. Denn ich möchte Deutsch lernen. Und jetzt kommen wir zum Thema Inversion. Da gibt es eigentlich vier Wörter, die alle so ein bisschen synonym sind. Nämlich deshalb, deswegen, daher und darum. Ich bin hier, weil ich Deutsch lernen möchte. Ich möchte Deutsch lernen, deshalb bin ich hier. Also ihr könnt erkennen, dass eigentlich der ganze Satz jetzt umgedreht ist, aber die Bedeutung des Satzes ist immer noch dieselbe. Ich möchte Deutsch lernen, deshalb bin ich hier. Ich möchte Deutsch lernen, deswegen bin ich hier. Ich möchte Deutsch lernen, daher bin ich hier. Und ich möchte Deutsch lernen, darum bin ich hier. So, ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt geholfen. Und natürlich antwortet alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, auf die Frage, warum? Warum bist du hier? Ich bin hier, weil ich Deutsch lernen möchte. Zum Beispiel. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt etwas davon gelernt. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und ihr könntet ja den Kanal abonnieren. So, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann, bis dann. Tschüss.